Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lumberjacks Dynasty. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir hier schon angefangen, die ersten Stämme zu zerschneiden und ins Wasser zu werfen. Und ich würde sagen, damit machen wir doch jetzt mal direkt weiter. Wir haben endlich Traktor und coolen Anhänger hier zum Baumstämme aufladen. Sehr, sehr geil. Mussten wir erst die ganzen Stämme schleppen, damit wir dann dieses Ding geschenkt bekommen. Aber egal, jetzt haben wir das Teil, also nie wieder Stämme schleppen. Damit kann es doch jetzt weitergehen. Das war ein großer Schritt in unserer Holzfällerkarriere. Ganz, ganz wichtig, was jetzt passiert ist, dass wir diesen Traktor und dieses Holzfäller-Aufsammelding haben. Nee, nicht Holzfäller. Ja, es sammelt alle Holzfäller auf. Wir vernichten die alle im Dorf, damit wir eine Monopolstellung haben, um mehr Umsatz zu generieren. Ein Baumstamm-Aufsammelding meinte ich natürlich. Denn das sind eigentlich so die ersten wichtigsten Werkzeuge, die wir brauchen, um hier überhaupt Karriere zu machen. Unser Onkel war ja nicht so nett und hat uns einfach seinen Anhänger nicht gegönnt. Ist etwas schade, aber okay, wenn er es nicht macht, dann macht er es nicht. Wir können ihn schließlich nicht dazu zwingen, außer natürlich mit unserer schönen Nagelpistole. Mit der hier nehme ich. Wir sammeln die jetzt. Der Traktor scheint echt ein Leichtgewicht zu sein, oder ich bin so schwer. Ich meine, wir sind ziemlich muskelbepackt. Aber dass ich es schaffe, nur durch Anremmeln den ganzen Traktor umzuwerfen. Ich war früher mal oder mehrfacher Weltmeister bei Iron Man. Ja, damit. Hieß das Iron Man? Die Contests? Ja, ne? Dass der Film so heißt, weiß ich, aber hießen die auch so, die Conteste Iron Man? Ja, war glaube ich Iron Man. Oder? Ich weiß es nicht genau. Desto öfter man es sagt, desto weniger richtig klingt es. Das kennt ihr ja alle. Na komm, schnell rüber hier, mach den Stamm nicht kaputt. Boah, das sieht ja brutal aus. So, wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Wir wurden ja schon mal gewarnt, dass wir auch Beschädigung an Fahrzeugen herbeiführen können. Ich habe zwar noch keine Anzeige dafür gefunden, wann etwas kaputt ist oder sonstiges, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Es wäre natürlich richtig ärgerlich, wenn wir uns jetzt gleich das Ding hier kaputt machen. Am Ende kostet das Millionen, um den ganzen Spaß wieder zu reparieren. Da oben haben wir auch noch einen Holzstamm und dort auch noch, aber ich glaube, das wird schon wieder langsam zu viel. Ein bisschen was passt zwar noch drauf, aber wir fahren nochmal schnell rüber, ist ja nicht weit. Werfen den Spaß ganz schnell in den Fluss und holen wir die restlichen hier noch. Ui, hier ist aber ganz schön hügelig. Ja, da werfen wir die restlichen Baumstämme noch in den Fluss und dann fahren wir mal zum Sägewerk. Da waren wir ja schließlich noch gar nicht. Und gucken doch mal, was wir dann Schönes alles machen können. Ob das Sägewerk mit zu uns gehört oder ob wir Geld bezahlen dafür, dass wir Bretter kriegen. Vielleicht geben die sich immer einen Baumstamm pro Lieferung raus für ihre Dienstleistungen. Müssen wir alles nicht, kriegen wir aber alles raus. Und dann erstmal schnell hier rüber mit dem Spaß. Na komm. Hier. Es dauert leider immer so eine Sekunde, bevor man die wieder fallen lassen kann. Sonst wäre ich tatsächlich etwas schneller, aber ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt. Aber wir haben ja keine Hektik. Die Zeit vergeht im Spiel ja richtig, richtig langsam. Deswegen können wir in aller Ruhe machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir wollen ja auch keine Fehler machen, dass wir hier am Ende schon von innen zerfressende Baumstämme abliefern im Sägewerk. Das ganze Sägewerk von Borkenkäfern oder von Termiten befallen ist und am Ende gar kein Baumstamm hier schön mehr rauskommt bei denen oder kein Brett. Das wollen wir alle nicht, deswegen immer schön ruhig und aufpassen. Ganz wichtig. Wir haben relativ lange nichts mehr von Onkel und Tante gehört. Ich hoffe doch, den beiden geht's gut. Aber die machen sich anscheinend jetzt ein chilliges Leben. Dadurch, dass wir alles für die erledigen müssen. Aber es sei ihnen gegönnt. Ui, ich wollte eigentlich mal die Maussensibilität runterstellen. Das hatte ich schon mal vor 2 Folgen, glaube ich, gesagt. Weil es teilweise doch ganz schön rasant geht. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Es tut mir leid. Das passiert, wenn man 4 Spiele gleichzeitig Let's Playt. Dann kann man auch mal was vergessen. Aber dafür kommt aktuell wirklich richtig viel Content.
Ich habe ja noch SpongeBob und Zompiercer laufen und die kommen ja mit Lumberjack jeden Tag. Und dann hat jetzt auch noch Raft oder ist Raft gestartet. Auch ein ziemlich geiles Game, wer Bock auf Survival-Spiele hat, zieht es euch auf jeden Fall rein. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber macht Laune ohne Ende. Und das kommt auch so alle 2-3 Tage circa. Deswegen, momentan viel zu tun, aber dafür kommt auch viel und euch gefällt es ja auch. Also alles gut, macht ja auch Spaß hier. Ist ja nicht so, dass ich keinen Spaß am Let's Playen habe, dann würde ich es natürlich nicht machen. In den letzten Folgen ging es jetzt mit dem Ruckeln, ich habe mir das alles nochmal angeschaut. Weil ja in den ersten Folgen waren ab und zu mal ein paar Stellen dabei, die halt nicht ganz so flüssig liefen. Nö, ich möchte nicht greifen, das könnt ihr direkt wieder rausnehmen hier aus dem Spiel. Diesen Hinweis, ich habe doch jetzt sowas Geiles, ich greife nie wieder nach Baumstämmen, das macht alles mein guter Greifer hier. Ja, in den letzten Folgen ging es an sich, ich habe mal durchgeguckt. Da sah es nicht mehr ganz so schlimm aus, also zumindest gab es diese Stellen nicht mehr, die so krass geruckelt haben. Habe ich das... Ach, ich habe bloß die Äste abgeschnitten, ne? Kann ich aussteigen? Geht das erst, wenn der Arm wieder drüben ist, oder? Warum kann ich nicht aussteigen? Bin ich zu nah dem Holzstamm dran? Oh ja, ich war zu nah am Holzstamm. Ging nicht. Hätte er ja auf so einem Ast ausrutschen können und sich den Oberschenkel brechen. Da muss man natürlich auch erstmal ein bisschen an die Arbeitssicherheit denken. Wo können wir ihn denn zerteilen? Nur hier vorne. Ach nein, wir haben noch einen Ast, okay. Und jetzt einmal hier Baum zerteilen. Nochmal, ja, hier vorne. Die kleine Kuppe muss noch ab. Und dann sieht es doch gut aus. Auf den Traktor, schnell den Spaß hier eingeladen. Nummer 1. Und Nummer... Ah, ich glaube, nee. Das passt nicht. Immer noch nicht. Das ist so schwierig, wenn das Ding sich einmal so eingelenkt hat, dann kriegt man den kaum noch rumgerissen. Egal, ob ich entgegenlenke oder nicht. Das ist tatsächlich sehr schwierig, also gerade mit dem Rückwärtsfahren. Vorwärtsfahren mag noch gehen. Da haben wir noch einen Baumstamm, genau. Ach nee, wir hatten ja den zerteilt, der hier, den wir gerade hatten. Deswegen mussten wir da nochmal ran. Das war gar nicht der. Da habe ich leicht verwechselt. Entschuldigung. Aber bei so viel Arbeit kriegen wir den Stamm gehoben, obwohl er unter uns liegt. Wir probieren es mal. Also den auf jeden Fall. Und den hier. Nee. Ich kann den Arm gar nicht so kurz einknicken. Dann fahren wir gleich rechts rum. Na komm. Irgendwann jetzt? Immer noch nicht. Okay, also das Spiel ist tatsächlich etwas realitätsnah. Ich hatte gehofft, dass er es nicht kapiert. Das ist ein Gewurstel. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt aber. Los, her mit dem Baumstamm. Oder müssen wir den nochmal zersägen vorne? Mir sieht die Spitze irgendwie zu klein aus. Also zu flach. Mit dem nochmal sägen. Ja, Baum zerteilen. Das war der Grund. Den noch schnell hier drauf. Und diese ganz kleine vorne, die ist dann immer weg, oder was? Die Spitze? Ja, das ist ja spitze. Huch. Einmal hier. Kommt er so weit vor? Nein, leider nicht. Naja, dann machen wir so. Okay, also wir können auch so ein bisschen drüber stehen. Wir müssen nicht haargenau perfekt daneben geparkt haben. Dann bin ich ja beruhigt. Ey, warum fällt der Stamm runter? Nee, nicht der. Wirf den hier wieder drauf. Komm schon. Den da. Und richtig draufwerfen, bitte. Nein. Wir haben doch noch gar nicht so viel aufgeladen. Das muss doch noch passen. Verarsch mich doch nicht. Jetzt. Und hier haben wir dann den letzten. Huch. Sollte auch nach vorne gucken. Der lenkt einfach nicht um, ne? Egal wie ich nach links drücke. Jetzt.
Er wollte einen kleinen Crash machen, wollte sich verletzen. Hat keine Lust mehr auf die Arbeit. Ui. Können wir denn auch fahren mit dem Ding in der Hand? Ja, und dann lassen wir halt das eine in der Hand. Also nicht in der Hand, aber im Greifarm. Je. Also ob das erlaubt ist, das glaube ich weniger. Hoffentlich kommt kein Passant entgegen, den wir aus Versehen köpfen. Dann haben wir noch einen schlechteren Ruf hier im Dorf. Haben wir ja schon durch das Anlügen des Bürgermeisters Frau. Aber dafür haben wir eine schöne Angel bekommen. Wollten wir auch noch tun, Nachtangeln mit dem Bürgermeister. Da war aber was dazwischen gekommen. Guck mal da hinten. Da kommen die an, die guten Baumstämme. Haben ganz schön lange gebraucht, ne? Oh nein, ein Baumstamm liegt noch hier unten. Warum? Haben wir den jetzt mit angestoßen? Nur, ich hoffe doch. Kann ja wohl nicht sein. Müssen wir jetzt immer noch gucken, dass die auch wirklich... Der auch. Also ich glaube, wir müssen doch näher an das Ding heranfahren. Nein. Brudi. Ganz ruhig. Also jetzt habe ich hier ein bisschen Angst, dass die alle liegen bleiben. Der schwimmt. Vielleicht weiter hier vorne. Dann nicht zu weit hinten, aber an sich ist das ja hier die Fläche. Ist ja sogar gekennzeichnet. Wir müssen auf jeden Fall... Gut, wir könnten den auch in die Hand nehmen, den Baumstamm da unten. Wir versuchen das mal. Wir werfen die jetzt erstmal hier rein. Und dann gehen wir nochmal selber runter, machen uns ein bisschen die Beine nass. Nehmen den mal kurz in die Hand. Also den Baumstamm natürlich. Und versuchen den mal etwas anzustoßen. Ich darf schon wieder nicht aussteigen, weil wir zu nah am Rand stehen. Lass mich bitte aussteigen. Dankeschön. Kommen wir denn hier runter? Springen können wir ja. Hier ist halt etwas umzäunt. Hier vorne, okay. So, die treiben alle, aber der eine da hinten, der macht mir etwas Sorgen. Alltägliche Probleme eines Holzfällers, wer kennt es nicht? Da muss man halt auch mal Hand anlegen und nachhelfen. Die Technik hat uns Menschen noch lange nicht ersetzt. Greife den Stamm, haben wir. Ui. Der Stamm hat mich unter Wasser. Ach so, wir sind dann unter Wasser, weil wir den Stamm oben haben. Aber so reicht doch. Perfekt, dann fahren die alle zum Sägewerk, wir machen uns gleich dorthin. 14.03 Uhr. Der Tag ist also noch relativ jung. Können wir noch eine ganze Menge erledigen. Komm hoch mit dir, jawohl. Mit der Bleibe müssten wir ja soweit fertig sein, was das Reparieren angeht, glaube ich zumindest, aber... Lasst uns mal auf die Karte gucken, nö, noch nicht, dann wäre die Quest fertig. Repariere alle Hofgebäude. Was haben wir denn noch so? Gipfel des Berges, sprich mit dem Ladenbesitzer, vielleicht weiß er etwas. Okay, was haben wir noch? Ein lokaler Investor, trifft James, die Botanikerin, da sollten wir für die Grace hin. Und das Hotel, was gegenüber von dem Typen war, bei dem wir so viel gearbeitet haben. Da müssen wir auch nochmal hin. Wir fahren jetzt erstmal zum Sägewerk. Das scheint ja gleich das Gebäude hier zu sein. Gucken uns den Spaß mal an, ob wir jetzt schon die ersten Bretter mitnehmen können. Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal auf unseren Hof, dass wir die restlichen Gebäude reparieren. Damit die Quest endlich mal ein Ende findet. So, liebes Sägewerk, hier kommen die Bretter angeschwommen. Gehen mit einem Förderband nach oben. Alles voll automatisiert hier. Gucken uns das doch auf jeden Fall mal an. Huch. Und dann nicht mal ein Handlauf am Geländer. Keine Arbeitssicherheit. Wenn ich mir jetzt was gebrochen hätte, ich hätte euch verklagt. Okay, hier seht ihr unsere schönen Stämme. Ich finde das cool, dass man das wirklich auch alles genauso sieht, wie es ist. Dass nicht bloß, weiß nicht, eine Animation ist, die dauerhaft läuft oder dass man es hätte versteckt. Unter Planen. Oder Fassaden, dass man es gar nicht sieht. Aber das finde ich cool. Schaut mal, hier geht unser Brett lang. Hier ist jeden Tag Tag der offenen Tür. Kann man einfach reingehen und sich angucken, was hier passiert. Unter gefährlichen Förderbändern drunter durchlaufen, springen, damit man sich... 360 Grad Ansicht hier.
wollte eigentlich sagen springen, damit man sich den Kopf am Förderband stößt, aber er springt leider nicht. Dann geht's hier hoch, wir müssen wieder raus. Ich möchte wissen, was hier passiert. Und dann landen die hier. Ganz schön voll, die Wanne. Du bist müde, um schwere Baumstämme zu tragen. Geh ins Bett oder setz dich ans Feuer und ruh dich aus. Was, wir sind müde? Wir haben doch noch 60 Punkte auf Schlaf. Was ist denn los? Ich würde sagen, wir essen mal einen Fisch in Öl. Ui. Spielinformationen. Reparierte Gebäude. Ah, okay, wir sehen hier, was wir noch machen müssen. Haupthaus, nein. Scheune, Werkstatt, ja. Scheune, nein. Gewächshaus, Baumverarbeitung, Sägewerk, Zentrale, Bretttrockner. Je, was müssen wir denn alles noch reparieren? Gehört das alles noch mit zu unserem Hof? Oh, oh. Gewächshaus haben wir noch nix. Rindensilo. Gelagert haben wir 3,4 Tonnen. Okay. Und Sägespäne-Silo haben wir 2,75 Tonnen. Kraftstoff 40 Liter. Kapitel 1. Gast im Haus. Du kamst hierher, um deiner Tante und deinem Onkel zu helfen. Nutze diese Zeit, um dich umzusehen und Leute zu treffen. Rede öfter mit deiner Tante. Sie kennt hier jeden. Du kannst deinem Onkel auch helfen, seine Farm und das Sägewerk in Schuss zu bringen. Okay, ja, jetzt sind die Bretter ja natürlich hier. Die sind jetzt anscheinend alle schön auf eine Länge geschnitten. Es ist nur die Frage, sollen wir die jetzt hier wieder einsammeln? Haben wir dann einen Platz, wo wir die trocknen lassen können? Oder sind die schon trocken? Das sind alles Fragen, die mich nachts beschäftigen. Und ich kann deswegen nicht schlafen. Wir gucken nochmal. Also das ist alles das Sägewerk. Das habe ich verstanden. Hier aber auch. Aber es sind ja noch keine Bretter. Es sind ja immer noch Stämme. Können wir hier rein? Das scheint wirklich noch alles uns zu gehören hier, ne? Das müssen wir anscheinend alles noch reparieren. Wo haben wir denn die Nagelpistole? Ich wollte sie mir doch eigentlich auf eine bestimmte Taste legen. Hatte ich, glaube ich, auch, aber ich habe es schon wieder vergessen. Wo hatten wir denn das gesehen? Lasst mich mal kurz schauen. Im Inventar. Werkzeug hier. Auf F2 hatte ich es mir gelegt. Okay. Ja, dann lasst uns mal kurz reparieren. Also anscheinend gehört das ja hier immer noch zu unserer Aufgabe. Obwohl, wenn ich jetzt hier auf eine Bleibe gehe. Repariere alle Hofgebäude. Was zeigt mir gerade, egal bei welcher Quest, diesen Kreis an, ne? Waldinfo. Das ist alles unser Wald. Ja, aber wir werden ja jetzt nicht einfach für lau hier ein fremdes Sägewerk reparieren. Und da wir auch nichts bezahlen für Sägewerk, wird das schon sehr wahrscheinlich mit zu uns gehören. Kann auch sein, dass sie es vielleicht am Anfang gesagt haben. Und ich habe es einfach nur vergessen. Wenn ja, dann verzeiht. Spanplattenproduktion. Hier werden die gelagerten Holzspäne zu Spanplatten verarbeitet, nicht betriebsfähig zur Wiederherstellung der Funktion reparieren. Okay, dann wissen wir doch auf jeden Fall schon mal was. Ist das jetzt das oder ist das? Ne, das ist da drüben. Okay. Steht hier was dran, was das ist? Holztrockner. Hier werden Bretter getrocknet. Trockene Bretter können für den Wiederaufbau verwendet oder zu einem besseren Preis verkauft werden. Nicht betriebsfähig. Okay, das ist der... Ne, das ist der Holztrockner. Und das ist wahrscheinlich bloß so ein kleines Nebengebäude. Wir machen das jetzt trotzdem mal ganz. Ja, wir haben ja schon so viele Bretter oder Stämme, besser gesagt, da vorne liegen. Die müssen natürlich auch bald mal weiterverarbeitet werden. Können ja nicht die ganze Zeit nur blöd rumliegen. Wir müssen ja auch etwas Geld verdienen. Damit Onkel und Tante nicht anfangen müssen, den Spaß hier zu verkaufen. Nicht, dass sie sagen, okay, Sohn, du warst 2 Wochen hier. Hast nicht einen einzigen Cent eingebracht. Wir haben es jetzt verkauft. Danke für deine Arbeit. Mach dich wieder in die Stadt. Das wäre natürlich Worst-Case-Szenario. Kriege ich das da oben noch? Ja, dankeschön. Will immer nicht wegen einem Ding anfangen, Gerüst zu bauen. Obwohl das Dach wahrscheinlich auch noch kaputt ist. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Hier hätten wir noch einmal. Hier unten ist noch was. Nö, Belohnung. Bretttrockner, Glückwunsch. 4000 Sozialpunkte. Mensch, das hat uns ja richtig reich gemacht gerade. Also doch kein Dach kaputt. Das finde ich cool. Also was? Der Holztrockner ist jetzt betriebsbereit. Getrocknete Bretter werden zu besseren Preisen verkauft. Sie können aber auch als Hauptbaumaterial verwendet werden. Okay, also war das doch schon der Bretttrockner. Das war hier alles in einem. Okay, ich habe jetzt ein bisschen Angst reinzugehen. Ich würde sagen, wir gehen nicht rein. Das sieht auch stark nach Sachen aus, die hier warm werden. Also ja, das haut schon hin.
Jetzt ist nur die Frage, soll hier, müssen die Bretter hier rein? Passen die überhaupt hier rein? Wir waren ja leider zu müde, um Bretter zu schleppen und wegen dem kleinen Stück. Naja, also wir können sie ja nicht. Ich kann sie zwar mit unserem Greifer holen, aber dort reinlegen wird wahrscheinlich bloß per Hand funktionieren. Die sehen mir fast ein bisschen zu breit aus. Muss ich es vielleicht einfach nur davor legen, dass die hier liegen und das von hier anfängt, wie so ein großer Föhn einfach rüber zu strahlen? Ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Morgen 20 Uhr geht's dann weiter und dann würde ich sagen, wir trocknen mal die ersten Bretter und kriegen unseren Hof langsam mal wieder in den Griff, damit das hier alles mal etwas vorangeht. Bis dahin, macht's gut!